Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo, heute mit Folge 13 und das wird für die erste Staffel erstmal vorerst die letzte Folge sein. Danach verabschiedet sich der Rizzo erstmal in den wohlverdienten Sommerurlaub und da geht's ab nach Ungarn. Und deswegen möchte ich euch heute dran teilhaben lassen an einem ungarischen Gericht. Eigentlich ist auch so mein Lieblingsgericht, mein ungarisches Lieblingsgericht, weil das hat mir meine Großeltern und natürlich auch mein Onkel bei der Ankunft meistens gekocht. Also wenn wir angekommen sind auf der langen Reise, gab es immer gefüllte Paprikaschoten. Also tölte Paprika, bleibt dran. Ich freue mich drauf, bis gleich und jo, zuschauen. So ihr Lieben, da ist er wieder, der Rizzo, jetzt geht's ab. Letzte Folge, Staffel 1, gefüllte Paprikaschoten und leichtes Urlaubsfeeling. Wir beginnen ganz einfach mit der Füllung für unsere Paprikaschoten und dafür brauchen wir erstmal ein bisschen gekochten Reis. Den Reis habe ich hier, einen Langkornreis, den werden wir ein bisschen abspülen. Na, wisst ihr ja, wir wollen im Prinzip hier die Stärke vom Reis auswaschen und natürlich ich sag mal so ein paar Schmutzteile vielleicht, die noch beim Abfüllen damit dazugekommen sind oder irgendwelches Mehl oder, ja, besser Teufel, Robert, schneid raus. So. Genau, ab ins Wasser damit. Und den kochen wir uns wirklich nur leicht an. Du sag mal, Robert. Ich bin ja heute alleine hier, ne? Das heißt, ich bin ja wirklich so ein bisschen im Stress hoffentlich nicht verfallen. Aber kannst du noch ein bisschen mehr Licht machen? Es ist dunkel wie im Affeneimer hier. Aha, die Brille. Ja, hier sind wir. Ja, kleiner Joke am Rande. Gut. Also, den Reis kocht ihr euch so ein bisschen bissfest. Das heißt maximal 10 Minuten. In der Zwischenzeit setzen wir uns für die gefüllten Paprikaschoten im Prinzip den Sud an. Und das geht auch ziemlich einfach. Und zwar nehmen wir uns da hier einen Tomatenmark daher. Tomatenmark, dann tun wir hier ein bisschen das Schälchen mit Wasser ausspülen. Dass wir hier auch wirklich alles mitnehmen. Also, ihr habt jetzt hier das Tomatenmark drin und in Ungarn wird es herkömmlich wirklich so gemacht. Dort ist das Tomatenmark noch etwas mehr konzentriert. Also, ich habe hier ein doppelt konzentriertes Tomatenmark. Dort hat man wirklich ein dreifaches, sogar bis zu vierfaches konzentriertes Tomatenmark, was natürlich noch viel, viel aromatischer und kräftig ist. Und dort reicht es vollkommen aus, wenn ich damit Wasser aufgieße. Hier nehme ich mir aber ein Tomatensugo dazu, also einfach nur geschälte, passierte Tomaten. Die geben wir jetzt hier mit rein. Rühren die ganzen Nummer durch. Und dann kommt natürlich, klar, auch die gewisse Würze noch mit rein. Das heißt, wieder hier unser Salz, falls ihr es noch nie bestellt habt, Rizzo Online-Shop, einfach mal reinschauen. Dort gibt es natürlich auch das Bergkernsalz im Shop zu kaufen. Recht geiles Salz, Alter. Hier geben wir jetzt noch eine Pfeffermischung dazu, wieder das schwarze Gold. Und was in Ungarn bei der Tomatensoße im Ansatz dort nicht fehlen darf, das ist auch von Region zu Region unterschiedlich, Zucker. Na, je weiter wir in den Süden runterkommen, dort mögen sie bei der Tomatensoße, bei den gefüllten Paprikaschoten, die ganze Nummer richtig süß. Also wo ich zum Coaching in Solnok gewesen bin, bei der Firma Stadler, und ich dort diese Tomatensoße probiert habe, ich dachte mir, hey Gott, habe ich jetzt hier ein Dessert auf dem Teller? Oder? Also die war wirklich mega, mega süß.
Aber das ist eben halt, die Geschmäcker sind verschieden. Ich mag es nicht ganz so süß, aber eine gewisse Grundsüße sollte drin sein. So, was kommt jetzt noch dazu? Dann nehmen wir uns hier eine rote Zwiebel mit daher. Die schälen wir uns ganz einfach. Und die wird im Endeffekt hier nur einmal geviertelt. Die geht hier mit rein. Dann schnappen wir uns die Spitzpaprika. Und vom Spitzpaprika nehmt ihr ganz einfach hier den Strunk, den schneidet ihr weg. Ne? Den schneidet man hier einfach so raus. Und der kommt ebenfalls mit rein, weil der gibt natürlich unserer Tomatensoße in der Hinsicht dort nochmal richtig schön Geschmack. Also einfach hier die Deckel abschneiden. So, was gehört noch mit rein? Salz, Pfeffer, Zucker habe ich drin. Eine rote Zwiebel habe ich mit drin. Die Paprikastrünke habe ich drin. Und dann kommt noch dazu Liebstöckel. Eigene Ernte quasi aus dem Garten. Deswegen, der hat ein bisschen viel Sonnenlicht gesehen. Deswegen sieht er so etwas komisch aus. Aber das tut der ganzen Sache keinen Abbruch. Einfach damit rein. Und das gibt natürlich diesen herrlichen, würzigen Geschmack auch mit rein. Gut, dann machen wir da einen Deckel drauf und lassen das mal einfach so vor sich hin köcheln. Deckel zu, gucken, was der Reis macht. Ja, langsam. Dem geben wir jetzt hier noch 5 Minuten. In der Zwischenzeit entfernt er im Prinzip bei der Paprikaschote hier das Kerngehäuse. Das sind ganz normale, milde, ungarische Paprikaschoten. Also hier braucht er keine Angst vor irgendwelcher Schärfe haben. Am schlimmsten sind eigentlich die Hedjesh-Paprika, also die langen Spitzen, die grünen, die haben es wirklich in sich. Ne? Also hier Kerngehäuse raus. Dann werden wir die ganze Geschichte noch ein bisschen ausspülen. Und dann widmen wir uns eigentlich schon der Füllung der Paprikaschote. Hier kann man natürlich auch, wenn man das möchte und in die vegetarische Schiene geht, die ganze Geschichte vielleicht mit einem Gemüse halt füllen, mit einem Bulgur, also auch mit einem Getreide, sage ich jetzt mal ganz einfach. Aber ganz klassisch wird es eben halt wirklich mit einem Schweinehack halt gemacht. Ne? So, und bei den Ungarn ist halt auch gang und gäbe, dass man sämtliche Hackmassen eben halt auch mit dem Reis vermengt halt trotzdem noch. So, die Paprikaschoten, wie gesagt, hier schön ein bisschen auswaschen. Jetzt müssen wir hier die Kerne rauskriegen. So, und jetzt werden wir uns der Füllung widmen. Nehmt euch auch wieder hier eine Schüssel daher. Da kommt jetzt das Hackfleisch rein. Gab es wieder ganz frisch durchgelassen beim Edeka Müller in Wilsdruff, so wie alle anderen Zutaten auch. Und hier wird gewürzt, und zwar kommt hier dazu, habe ich hier eine Mischung mir gemacht, und zwar aus, könnt ihr sehen, geht Paprika, Salz und Pfeffer. Na, da könnt ihr ruhig Paprika im Blut, schwarzes Gold, Bergkernsalz, das zusammen vermischen. Das ist so eine Mischung, die ich gern nehme für meine Hackmischung. Na, also wenn ich auch Faschierte mache, Faschierte sind Beefsteaks, sage ich jetzt mal ganz einfach, obwohl es ja kein Beef ist, ne, sondern eine Bulette. Dann kommt bei mir halt wirklich diese Mischung halt mit rein. Also Salz, Pfeffer, Paprika. Dann kommen natürlich noch dazu 2 Eier. Das ist jetzt rund 1 Kilo, ne, was ich jetzt hier habe. Und dann brauchen wir natürlich noch Zwiebel mit drin. Nehmen wir uns wieder hier eine rote Zwiebel daher. So. Mal geschält und die schneidet ihr in kleine Würfel. Das habt ihr ja nun wirklich schon
in mehreren Videos, Kochvideos gesehen bei mir. Hier haben wir jetzt wieder ein Endstück und das geben wir hier gleich in unseren Tomatensugo mit rein. Also Zwiebelwürfel dazu. Wenn ich jetzt ein faschiertes machen würde, das heißt eine Bulette, sage ich jetzt mal, also ein ungarisches faschiertes, dann würde ich die Zwiebelwürfel nochmal extra ein bisschen anschwitzen. Ne? Dass dort keine rohe Zwiebel in dem Faschierten drin ist, aber hier wird sie ja im Prinzip in einer Flüssigkeit gegart und somit wird die Zwiebel auch gar. Bei einem Faschierten ist es eher schwierig. Ne? Also wenn ich das brate in der Pfanne, kann es passieren, dass mir die Zwiebel dann immer noch roh ist halt. Ne? Wenn ich die in der Flüssigkeit gare, dann eher nicht. Den Reis, den gießen wir jetzt ab. Das kann ja der Robert mal machen. Da brauche ich mich nämlich nicht hier quälen. Hier ist das Sieb. So, hier schaut mal. Es köchelt jetzt so langsam vor sich hin. Und ich habe schon den Duft vom Liebstöckel in der Nase. Und das weckt natürlich auch Erinnerungen. Danke dir. So, hier geben wir jetzt noch den Reis dazu. Ich denke mal, wir brauchen vielleicht sogar nicht alles. Die Hälfte reicht vollkommen aus. Passt. Werden wir die ganze Sache hier mal vermengen. Also hier ist der Fantasie auch keine Grenze gesetzt. Wenn ihr da eine andere Mischung machen möchtet, ihr könnt dann auch Petersilie mit reingeben oder ihr macht es auf die mediterrane Art und Weise, gebt vielleicht ein paar Oliven dazu, ein paar getrocknete Tomaten. Also hier könnt ihr euch wirklich frei entfalten. Ich als Kind, so als kleiner Bub, wenn meine Oma das gekocht hat, ich mochte die Paprikaschote so an sich nicht. Ne? Also, was gab es da? Gab es natürlich kleine Fleischklößchen oder Klopse in dem Fall, ohne Paprika. Ne? Und das ist bei meinen Kindern heutzutage immer noch so. Also der Junior, gefüllte Paprikaschote ohne Paprika, bitte Papa. Sehr gern. Machen wir. So, hier heißt es natürlich auch probieren. Hildegard? Kennt ihr Hildegard eigentlich? Hildegard, wenn du dich angesprochen fühlst, schreib einfach mal einen Kommentar und sage, Rizzo, hier bin ich. Wir suchen dich nämlich schon ewig und ich glaube, dich sucht noch jemand. Der Olaf. Gut, jetzt nehmen wir uns hier noch, was nehmen wir uns denn mal hier? Die Schale, oder? Die Platte. Machen wir uns jetzt hier die Füllung fertig und die kleinen Gumboze. Gumboze ist die, ist der Klops halt, ne? Oder Kugel übersetzt. So, dann bleibt uns eigentlich dann nichts weiter übrig, nachdem wir die jetzt dann gefüllt haben, die Kartoffeln noch zu schälen und die uns mit anzusetzen. Und in der Zeit, wo die Kartoffel gart, dort kann man sich dann entweder ein Kartoffelpüree daraus machen, wenn man das möchte, oder halt gekochte Kartoffeln. Die Ungarn essen auch gern nur eine Scheibe oder zwei Scheiben Weißbrot dazu. Die brauchen eigentlich gar nicht unbedingt diese Kartoffelbeilage. Jetzt muss man sich vorstellen, 30 Grad im Schatten, Mittagszeit. Und wer will dann schon mächtige Speisen zu sich nehmen? Dann lieber wirklich bloß eine Scheibe Brot. Und die Paprikaschote. Und dann hat sich das. So, füllen das hier schön rein. Ne? Wir sind ja heute wieder hier im Küchenstudio Liebscher. Und der Thomas und die Heidi, die sind fast an die Decke gesprungen, ne? Wo die gehört haben, heute gibt es gefüllte Paprikaschoten. Weil Thomas und Heidi natürlich auch gern nach Ungarn fahren oder gefahren sind. Und die natürlich auch die ungarischen gefüllten Paprikaschoten kennen.
So, die Niki lässt sich natürlich heute auch entschuldigen. Also sie hat mir gestern noch eine Nachricht geschickt und sagte, du Kai, ich habe so viel zu tun gerade in meinem Laden. Ich schaffe es selber nicht vorbeizukommen. Aber sie lässt lieb grüßen und wird auf jeden Fall hier, ich denke mal im Laufe des Drehs noch ein Blumenarrangement entsprechend der Thematik heute noch vorbeibringen lassen. Oder hast du eine andere Anmerkung, Robert? Nö. Nö. Na, vielleicht bringt es ja die Hildegard vorbei. Hildegard? Ich kenne gar keine Hildegard. So, jetzt machen wir hier noch die Klößchen fertig. Wir haben natürlich auch noch eine übelst mega Idee für uns gehabt, vor dem Drehbeginn. Da haben wir draußen bei dem herrlichen Sonnenschein nochmal einen Kaffee getrunken. Und dann kam uns da die Idee, hallo, heute gerade, ne, wir sind allein hier. Vielleicht habt ihr mal Lust, bei so einem Dreh mit dabei zu sein, aber hinter der Kamera, also nicht mit mir mitzukochen, weil ihr vielleicht kamerascheu seid und wollt das Ganze mal sehen, was wir hier machen und fabrizieren. Und natürlich im Nachgang dann auch noch verköstigen. Eine gesellige Runde hier in Konradsdorf. Dann wird es wohl demnächst, ich denke mal während der zweiten Staffel, da mal eine Geschichte geben, wo ja, Karten zu kaufen sind, ganz einfach, für Rizzo kocht in Konradsdorf. Also, bleibt einfach dran und wir werden euch informieren, definitiv. Geil. Oder? Brauchst fast gar nicht mehr, ne? Da braucht es fast nichts mehr. Jetzt kommt ja im Prinzip hier noch das Fleisch rein und die Paprika. Und die gibt natürlich hier nochmal noch mehr Power rein. Ne? Also, gehen wir jetzt natürlich mit der Temperatur etwas runter. Na, das soll ja nicht kochen wie schmutzige Wäsche. Und geben hier ganz unten die Paprikaschoten rein. So. Hep. Robert, hast du schon mal so Paprikaschoten gegessen? Ja, noch. So hier, gefüllte Mensch. Nee. Premiere heute? Nee. Wir haben normale deutsche Paprika. Ja, aber solche hier ungarische noch nicht, oder? Nee, das ist ganz neu. Gut, jetzt machen wir hier einen Deckel drauf. Und ich sag mal so, 25 Minuten läuft. Dann tun wir uns jetzt die Kartoffeln schälen. Der Robert macht mir mal bitte in den kleinen Topf dort kaltes Wasser rein, bitte. So, jetzt hier Kartoffeln flugs geschält. So, die Kartoffeln werden wir jetzt hier natürlich noch etwas kleiner schneiden. Wir machen hier ganz normale Salzkartoffeln draus. Hep, hep, hep. Hier habe ich jetzt vorwiegend festkochende Kartoffeln gewählt. Hätte ich jetzt hier ein Püree machen wollen, dann hätte ich eher die mehlig kochenden Kartoffeln gewählt. Aber wenn ich Salzkartoffeln koche, nehme ich eher die vorwiegend festkochen, weil die natürlich etwas, wie der Name schon sagt, fester in der Konsistenz sind und mir nicht zerfallen halt. Ne? So, Robert, das ist immer noch ein bisschen zu viel Wasser. Kartoffeln sollen so nur bedeckt sein, das reicht vollkommen aus. Gut, schalt mal an. Wenn es kocht, geben wir Salz dazu. Und in der Zwischenzeit machen wir hier einfach ein bisschen Klarschiff. Also, bis gleich. So, da ist er wieder, der Rizzo. Ja, schauen wir mal rein hier, was unsere Kartoffeln machen. Das ist eigentlich immer ein Zeichen, ne, wenn sie vom Messer runterrutschen, so wie hier. Seht ihr das? Genau. Dass sie gut sind, dass sie gar sind. Aber was erzähle ich euch? Also wer keine Kartoffeln kochen kann, Entschuldigung. Oder? Robert, kannst du Kartoffeln kochen? Kann Wasser anbrennen lassen.
So, lass uns mal hier reinschauen. Das sieht auch sensationell aus. Wollen wir mal final nochmal kosten, Robert? Ja, klar. Probieren die ganze Nummer nochmal. Die drehen wir uns nochmal so ein bisschen hier. Geil, oder? Fantastisch. Sehr, sehr geil. Obwohl, jetzt könnte noch so eine kleine Prise Zucker ran. Merkst du nicht diese kleine säuerliche Note? Wir machen einfach mal noch ein bisschen Zucker dran. In der Hoffnung, dass wir uns nie in der Dose vergreifen. Ne? So. Mal schön verrühren die ganze Nummer. Ihr wisst Bescheid. Heiße Phase. Ofen, Teller sind heiß. Kartoffeln abgießen. So, ihr Lieben, dann. Ja, und nicht, dass ihr denkt, dass ich in der Zeit, wo hier alles geköchelt hat, untätig war. Nein, ich habe natürlich schon das Auto vorbereitet. Das heißt, Jetpack obendrauf. Weil, wenn man zu viert in Familie fährt, hat man natürlich auch einige Sachen halt mitzunehmen. Deswegen war ich da nicht untätig. Gut. Dann heißt es jetzt anrichten. Nehmen wir uns wieder die große Platte. Also, sehr, sehr einfaches Gericht. Ich liebe es. Unsere gefüllten Paprikaschoten. So, machen wir hier einfach ein bisschen Kartoffel drumherum. Ne? So, wir machen mal hier Gömbötz, Paprikaschote. So, da schau her. Schön ein bisschen Soße hier. Oh, Robert tropft ja auch schon der Zahn. Das wäre jetzt nicht unbedingt klassisch, aber das mag ich so. Kommt hier immer noch so ein kleiner Klecks Sauerrahm oben drüber. So, dann machen wir hier noch was Grünes mit dazu. Mein Bruder ist derzeit nach unten am Balaton und er hat mich gefragt, was ist denn das Gericht, was ich mir bei der Ankunft wünsche. Ich werde ihm sagen, ich hätte gern die gefüllten Paprikaschoten nach altem Familienrezept und ich bin mir ganz sicher, dass er wahrscheinlich auch schon weiß, dass er uns Paprikaschoten kocht. Das sind meine gefüllten Paprikaschoten. Kocht's nach, ich freue mich drauf. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ich freue mich auf die zweite Staffel. Anfang, Mitte September. Schauen wir ganz einfach. Spannende Gäste werden dabei sein. Und folgt mir weiter. Ich bleibe trotzdem für euch da. Ich bin nicht ganz weg. Ich werde mich auch zwischendurch mit Sicherheit mal auf dem einen oder anderen Kanal melden. Schöne Ferien euch. Und vergesst die Sonnencreme nicht. Ne? Ciao, euer Rizzo. Bye.